Assalamu alaikum. Was geht ab, YouTube? Möge Allah mein Fasten und euer Fasten annehmen. Und möge Allah uns in die Fußstapfen des Propheten Mohammed Frieden und Segen auf ihm treten lassen. Der ein oder andere hat kommentiert bei mir, dass ich vorne rum Wasser predige, aber hintenrum Wein trinke. Und das ist auch richtig so. Man sollte ehrlich mit sich selber sein. Es gibt keinen Menschen auf diesem Planeten, der ohne Sünde ist. Wenn ich das Ganze abstreiten würde, dann wäre es eine Lüge bzw. eine heuchlerische Art von mir, das zu machen. Und deswegen nehme ich das gerne in Kauf. Und was ich auch sagen möchte, es gibt keine Zensur auf meinem Kanal. Das heißt, egal ob die Kommentare negativ oder positiv sind, sie werden bestehen bleiben. Wir versuchen, das so demokratisch wie möglich fortzuführen. Das Like- und Dislike-Verhältnis wird auf jeden Fall auch vorhanden bleiben. Wir werden das versuchen, demokratisch zu halten. Wir leben ja quasi in einer Demokratie, ja, unterm Deckmantel der Demokratie. Deutschland ist drittgrößter Waffenexport. Die liefern Waffen ohne Ende. Mit diesen Waffen werden unschuldige Kinder und Frauen getötet, okay? Gehen wir weiter zu Ali Osman. Dieser Typ ist ein sympathischer Zeitgenosse für mich. Mehr nicht. Er bringt mich zum Lachen, er unterhaltet mich. Ich finde diesen Menschen einfach sympathisch. Okay, diesen Cengum wiederum finde ich heuchlerisch. Ist ein Lügner, aber dazu kommen wir gleich. Ali Osman war, glaube ich, 7 Jahre im Knast gewesen. Der hat seine Haftstraße abgesessen. Egal, was der gemacht hat, der hat dafür gebüßt, okay? Er hat keine Menschen umgebracht, er hat keine Kinder vergewaltigt und sonstige Scheiße. Er war unterwegs gewesen und hat dafür 7 Jahre bekommen, hat es abgesessen, er hat eine Legacy vorzuweisen. Gehen wir weiter zu Django. Hat Django eine Legacy vorzuweisen? Nein, hat er nicht, okay? Er hatte mehr Zauberstäbe im Mund als Harry Potter in der Hand. Am Anfang hat er gelutscht bei Ali Osman. Dann kommt er mit irgendwelchen Statements, ja, das wird ein Nachspiel haben und so weiter. Einen Tag später ist er bei diesem Cello Abi, wie er ihn auch nennt, und hat seinen Schwanz in den Mund genommen. Und dann geht er nochmal weiter. Er wird auf offener Straße angespuckt, fährt über Rot und haut ab. Und sagt, das wird ein Nachspiel haben, ich komme in euer Bezirk und wir klären die Sache. Was macht er? Einen Tag später, Instagram-Post, nimmt 4, 5, 6 Schwänze in den Mund von einem Friseur in Rheinhausen. Und wo ist der Nachspiel? Wo ist der Beef? Er schreibt allen Ernstes in jedem seiner zweiten Videos, Beef beendet. Welcher Beef? Es war gar kein Beef da. Wenn für dich Beef ist, wenn sich zwei Leute streiten, verbal, dann bist du für mich einfach eine Witzfigur, okay? Ali Osman war 7 Jahre im Knast. Wenn du auch nur 7 Tage im Knast gewesen wärst, du hättest in diesen 7 Tagen direkt die Seife aufgehoben mit deinem dicken Arsch. Da wäre nur noch so ein Wash von hinten gekommen wie Manuelsen und hätte sein Löres bei dir reingeschoben und bist du angefangen, hättest zu schielen. Also was erzählst du uns da mit deinem gelben, mit deiner gelben Harley, Alter? Du siehst auf dem Motorrad aus wie in einem Zirkus, Digga, wie so ein Elefant auf einem Fahrrad. Also ich weiß gar nicht, was du von mir willst. Du hast richtige Drachenlord-Mentalität, muss ich ganz ehrlich gestehen. Du hast genau dieselbe Art wie der Drachenlord und das ist einfach nur unfassbar. Du siehst aus wie er, du hast den Charakter wie er und wie gesagt, ich habe noch nie einen YouTuber gesehen, der dem Drachenlord so ähnelt wie du, mein Freund. Und du erzählst immer von, das wird ein Nachspiel haben, das wird ein Nachspiel haben. Bis jetzt gab es noch gar kein Nachspiel, Alter. Du bist immer abgehauen, Alter. Wer bist du überhaupt? Hör auf hart zu machen. Am Ende des Tages schläfst du auch unter einer warmen Decke, so. Wie gesagt, Ali Osman hat was nachzuweisen. Der hat Projekte in seinem Kopf. Er will nach Mexiko. Und es ist sehr unterhaltsam, weißt du? Und ich stelle mich auf keine Seite, nur bin ich ein ehrlicher Mensch und gebe das wieder, was ich sehe. Und hör auf, Cengiz, auf jeden Fall die kleinen Kinder abzuziehen, ja? Tust so ein auf, hättest du ein großes Herz, du wärst ein Vermittler bei den Rockern und so. Weißt du, warum dein Herz groß ist? Weil der Cholesterinanteil einfach so hoch ist in deinem Körper, Mann. Du bist nur am Fressen. Du bist nur am Fressen. Du legst Oberkörper an Ramadan in deinem Bett und deine Freundin ist daneben am Kichern und sagst, ja, ich bin bei den Brüdern in Rheinhausen am Ramadan Fastenbrechen. Gehst danach nach Hause und bummst deine 16-jährige Freundin da weg, ey. Sag mal, ey, ich glaube, ich krieg die Krise. Und ja, ich habe mir hier auf meinem Tablet noch eine Notiz gemacht. Und zwar ist es ein Hadith, nennt man das bei uns, was ich am Ende des Videos jetzt kurz vorlesen möchte. Und bitte, besonders an die Muslime, aber auch an die Nicht-Muslime, versteht die Weisheit hinter diesem Text.
Und zwar sagt der Prophet Mohammed, Frieden und Segen auf ihm, die Liebe zu Besitz und Stellung nährt Heuchelei auf die gleiche Weise, wie Pflanzen von Wasser genährt werden. Die Liebe zur Stellung, also zur Macht und zu Ruhm, bringt Heuchelei hervor, so wie als wenn du Pflanzen mit Wasser gießt und die dann wachsen. Versteht ihr, was ich meine? Und genau das sehen wir bei diesem dicken Elefanten, aka Luftballon Cengiz. Er denkt, er wäre der Big Babu Boss, Digga, der hier überall rumläuft und stark ist und ein Vermittler ist. Und komplett das Gegenteil sehen wir. Komplett das Gegenteil sehen wir. Und es gibt tatsächlich Leute da draußen, die in meine Kommentare schreiben, ey, was hast du gemacht? Leg dich nicht mit dem an und bla bla bli blo. Ich warte auf dein Entschuldigungsvideo und bla. Bevor ich mich entschuldige, muss jemand mit einer scheiß Pumpgun kommen und mir den Kopf wegstreuen, Alter. Ich und entschuldigen. In welcher Welt leben wir, lieber Gott? Ich bin nicht einer wie diese Idioten da. Entschuldigungsvideo und ich hole mir Rücken in Hamburg und in Berlin und in Hannover und in Mannheim und in weiß ich nicht wo. Da platzt mir der Kragen, Digga. Merkt euch das, der Kragen platzt mir. Ich drehe durch. Ich drehe am Rad wie Hamster. Ich drehe auf einer Drehscheibe, Mann. Ich drehe komplett durch. Okay? Tut mir auf cool, auf Rocker, dies, das. Alter, du bist gar nichts, Mann. Du bist einfach nur ein dicker Zirkusartist, so. Jeder macht sich lustig über dich. Nur die kleinen Kids denken, du wärst hart, aber du bist nicht hart. Du ziehst die komplett ab, Mann. Träumst jetzt schon, weil du ein bisschen Hype davon hast, von einem AMG und stellst dich dahin und protzt wie so eine fette Sau von wegen, ja, mein Motorrad gibt es nur 600 Mal in Deutschland. Wenn irgendeiner eine gelbe Harley sieht, dann weiß er ganz genau, dass ich das bin. Und läuft dann so rum wie der Big Babu Boss, so weiß ich meine. Du bist eine Witzfigur. Du wurdest angespuckt auf der Straße, Mann. Der angespuckte Rocker. Du bringst in die Rocker-Szenerie einfach nur, dass die Leute darüber lachen können. Und mehr nicht. Und es wird auf jeden Fall weiteren Real Talk kommen. Wenn die Leute auf cool machen, werde ich die wieder auf den Boden der Tatsachen bringen, weil, wie gesagt, die coolen Leute sind nicht auf YouTube und so Leute wie Cengiz einer ist, die sind der allerletzte. Die sind das allerletzte und das wird auch so bleiben und dafür werde ich sorgen und das nicht seit heute. Guckt mal meine Videos vor 2 Jahren, okay? Vor 2 Jahren habe ich schon Videos hochgeladen und da habe ich auch schon gesagt, dass auf diesem Kanal nicht gelogen wird und dass wir diese Leute wieder auf den Boden bringen. So, und wir werden das auf jeden Fall auch fortführen. Dankeschön für den Support, den ihr mir gibt. Dankeschön an diejenigen, die Wert auf meine Meinung legen. Für euch bin ich da und ich mache das nur für euch. Ich war 10 Monate nicht am Start gewesen, weil mir diese YouTube-Scheiße am Arsch vorbeigegangen ist. Aber wenn ich sehe, was für neue Leute hier hinkommen, die Hype bekommen. Wieso bekommen immer die falschen Leute Hype? Die Blender, Mender und so. Warum? Lieber Gott, ich weiß es nicht. Wir sehen uns auf jeden Fall. Ich habe meinen Frust jetzt rausgelassen. Das Thema hat sich jetzt für mich erstmal beendet, weil diese Pisser sowieso nicht zurückantworten werden, weil sie einen wie mir niemals Aufmerksamkeit schenken dürfen. Weil das der größte Fehler von denen ist, weil ich die danach richtig hops nehme, Leute. Aber auf eine lustige Art und Weise. Nicht, ich fahre dahin und ich mache dies und ich mache das und ich mache jenes. Sibi, kam einer zu mir, hat mich angeschrieben von seinen Schergen da auf Instagram. Und er sagt, ja komm, wir treffen uns, wir machen Einzelkampf. Würdest du auch Einzelkampf gegen Cengiz machen? Was für ein Einzelkampf, Digga? Ich hol hier unter meinem Sitz mein Revolver raus und schieß in sein Gesicht weg, Alter. Was Einzelkampf, ja? Aber scheißegal, ich will nicht zu viel labern. Wir sehen uns, meine Homies, und bis zum nächsten Mal.